Wenn ich über die letzten Jahre eine Sache gelernt habe, dann die, dass man keinen Code wegschmeißen sollte. Wenn ihr ein Projekt fertigstellt, dann archiviert dieses in irgendeiner Form. Sowohl als kompilierte, ausführbare Datei und aber auch die Projektdatei. Es gibt nichts, was mich bei meinen persönlichen Projekten effektiver gemacht hat, als das Aufbauen einer kleinen Bibliothek an Skripts, die ich immer wieder verwenden kann. In jedem Projekt hat man Codeabschnitte, die man in irgendwelchen späteren Projekten recyceln könnte. Und diese Möglichkeit nutzen wirklich die wenigsten. Seien das jetzt einfach kleine Skripts für das Lesen bestimmter Dateiformate, ganze Character Controller für deine Game Engine oder sogar vollständige Programme, für die man eine neue, bessere Version entwickeln könnte. Jede Zeile Code, die man schreibt, müsste man in Zukunft potenziell nie wieder schreiben und das kluge Archivieren von Code sowie das vorausschauende Programmieren, dass einzelne Codeabschnitte nicht allzu stark an spezifische Projekte gekoppelt sind, kann einem genau das ermöglichen. Dass man einfach nicht mehr unendlich viel Zeit damit verschwendet, immer wieder dieselben Dinge zu programmieren. Natürlich sollte man es hier nicht übertreiben und bei jeder einzelnen Zeile, die man schreibt, an die Wiederverwendbarkeit denken. Aber wenn man sich einen sauberen Programmierstil antrainiert, kleine Funktionen mit ganz spezifischen Aufgaben baut, Namenskonventionen einhält und vor allem gut verständlichen Code schreibt, dann ergibt sich eine gewisse Wiederverwendbarkeit quasi von selbst. So lassen sich zukünftig Stunden über Stunden an Programmierarbeit einsparen für Dinge, die man schon mehrere Male programmiert hat in der Vergangenheit. Mal ein Beispiel aus meiner hobbymäßigen Spieleentwicklung. Wenn ich einen Platformer oder ein generelles Sidescroller-Spiel entwickeln will, dann nutze ich immer wieder das gleiche Skript für meinen Character Controller. Ich habe mir einmal die Zeit genommen, ein umfangreiches und einfach konfigurierbares Skript für diesen Zweck zu schreiben. Und diese Arbeit, die man eigentlich für jedes Spiel dieser Art erledigen müsste, kann ich bei meinen neuen Projekten einfach überspringen, weil ich eben dieses Skript habe. Das beschleunigt meine Arbeit enorm und sorgt dafür, dass ich mich um die wesentlichen Dinge kümmern kann, die mein Projekt besonders machen sollen. Zudem ist das Aufbewahren von Projekten deshalb eine gute Idee, weil diese als eine Zeitkapsel dienen können. Es ist einfach super schön, in alten Projekten rumzuwühlen, den Lernfortschritt über die Jahre beobachten zu können und sich über seinen eigenen schlechten Code von damals zu amüsieren. Tut euch also unbedingt selber den Gefallen und hebt eure Projekte auf, auch wenn ihr im Moment meinen solltet, dass sich das nicht lohnt. Und bitte auch dann, wenn ihr der Meinung seid, dass euch diese aktuellen Projekte, die ihr umsetzt, peinlich sind, weil sie nicht wirklich qualitativ hochwertig sind. Das ist wirklich etwas, das ihr in der Zukunft komplett anders sehen werdet, sobald ihr wirklich Skills aufgebaut habt und zu guten Programmierern wurdet. Dann ist es besonders lustig, in die Vergangenheit zurückschauen zu können und sich darüber zu freuen, wie man damals programmiert hat und wie man heute programmiert. Wer schnell und auf eine effektive Art und Weise das Programmieren lernen will, der sollte sich mal Programmieren starten Premium ansehen. Darin habt ihr Zugriff auf all unsere hochwertig produzierten Programmierkurse und zu unserem exklusiven Community-Forum, in welchem ihr euch mit anderen Programmiereinsteigern austauschen könnt. Testet das Ganze doch einfach mal für 7 Tage vollkommen kostenlos mit dem Link in der Videobeschreibung. Das war's also mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da und falls ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert doch diesen Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. In diesem Sinne verabschiede ich mich und wünsche euch noch viel Spaß beim Programmieren. Auf Wiedersehen!